jetzt kommen lassen? Ja. Ich kenne das selber noch vom Dorf, dass alle mit 15 Moped haben wollten. Aber was ich bisher nicht kannte, war der Kult um die Simson. Ich bin heute in Brandenburg auf dem Land und treffe Tobias, der mit seinen Freunden fast jede freie Minute in sein Moped steckt. Besser gesagt, in seine Simson. Ist es wirklich so? Kommt ein Typ besser bei euch an, wenn er mit einer Simson kommt? Ja. Ich will wissen, warum junge Leute immer noch so auf dieses DDR-Kultteil abfahren und vor allem, wie sich das Teil fährt. Eure Fragen habe ich natürlich auch mit dabei. Herzlich willkommen bei Follow Me Reports. Hallo. Hallo. Hi, ich bin Aminata. Ich bin der Tobias. Also eigentlich nennen mich aber alle Bürger hier. Wieso Bürger? Wir waren mal einfach bei einer Party bei einem Kumpel und der hatte noch einen Kumpel auf der Berufsschule, der hieß Bürger mit Nachnamen. Der hat an seinem Moped Sachen gemacht, die ich auch an meinem Moped mache und der sah irgendwie auch aus wie ich, wurde mir die ganze Zeit erzählt und seitdem. Dann warst du einfach er. Ja. Finde ich gut. Mit wem wohnst du hier? Mit meinen Eltern und meiner Schwester, mit meiner größeren Schwester. Ah, gut. Und hat die auch eine Simson? Nee, die fährt Auto, die ist ja jetzt mittlerweile 18. Wo steht die Simson? Gut versteckt, dass sie nicht geklaut wird. Ist dir schon mal passiert? Noch nicht, Gott sei Dank. Okay, toll, toll, toll. Seit wann hast du denn deine Simson? Seit, ich glaube, ungefähr 3 Jahren. Wie alt bist du denn? Ich bin 15 jetzt. Das heißt, dann bist du mit 12? Ja. Da bist du aber noch nicht gefahren? Schon, aber natürlich nicht auf der Straße. Und wie bist du dann dazu gekommen? Sowas kennt man einfach erstens hier aus dem Dorf und zweitens ist einfach Kult. Jeder kennt hier, weiß hier, was eine Simson ist und dadurch will eben auch jeder eine Simson haben. Was macht die Simson denn so kultig? Na, erstmal, unsere Eltern sind es ja damals schon eigentlich alle gefahren und dadurch, die erzählen einem viel darüber, was die damals damit gemacht haben und das findet man dann einfach cool. Du sagst, deine Eltern sind schon früher gefahren, das heißt, die Simson wurde auch in der DDR produziert. Genau. Und eigentlich gibt es sie aber gar nicht mehr, ne? Habt die, also produziert werden die nicht mehr. Und wo hast du deine dann her? Na, die findest du überall auf eBay für ganz viel Geld. Und was kostet diese? Ich habe meine für sehr günstig gekriegt, für 700. 700? Aber mittlerweile kann man schon zwischen 2000 und 3000 rechnen. Ja. Wow. Und wann hast du deinen Führerschein gemacht fürs Moped? Mit 14,5 habe ich angefangen und dann mit 15 hatte ich dann meinen Führerschein. Sogar noch 2 Wochen vor meinem Geburtstag fertig geworden. Oh, da musstest du 2 Wochen warten? Ja. Wie schnell kann die fahren? Ja, 60 darf die auch fahren, weil es eben diese DDR-Zulassung gibt. Ah. Und dadurch steht auch eben in der Zulassung drin, dass sie 60 km/h fahren darf. Aha. Und der Roller da zum Beispiel? Der darf dann zum Beispiel nur 45 fahren. Ja, ist ja logisch, dass man dann eine Simson will, ne? Du gehst ja zur Schule eigentlich? Ja, genau. Aber heute ist Samstag, was machst du denn am Samstag? Na, wir heute zum Beispiel wollen wir ja noch zur Werkstatt bei einem Kumpel und da müssen wir noch an seinem Moped ein bisschen was bauen. Und dann fahren wir einfach weiter an den See und da noch den Nachmittag ein bisschen verbringen. Okay, ich komme mit. So ist dein Kennzeichen, finde ich auch gut. Das finden alle gut. Mir wurde vorher gesagt, dass ich meinen Helm mitbringen soll. Das ist sehr gut. Ohne Helm fährt es immer doof. Guck mal, hier kommt er aus dem, von hinten. Mein Helm. Warte, warte, warte. Fahr noch nicht los. Halt dich nicht hinten fest. Oder an dir. Einfach irgendwo. Wir kennen uns gar nicht so richtig. Das war so nice. Aha. Einmal bist du überholt in einer Kurve. Da dachte ich, ich sterbe gleich. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, ich achte nicht mehr auf die Straße, ich gucke aufs Feld, genieße den Ausblick. Ja. Und dann war ich entspannt. Also, ich freue mich jetzt noch mehr, später auch mal fahren zu dürfen. Habe ich ja gehört. Und ihr schreibt uns mal in die Kommentare, womit ihr am liebsten jede freie Minute verbringt. Moin! Ja, hallo! Hallo! Moin. Hi, ich bin Aminata. Ich bin Malte, aber ich heiße Matze. Rudi, aber eigentlich Ryan. JJ, aber eigentlich heißt Jan. Ich heiße Keule, aber eigentlich bin ich der Nils. Ich heiße Lennart. Ja, Spitzname Lenny.
Okay, finde ich aber gut, dass ihr dann hier schon mal euren Namen auf dem Shirt habt, weil das kann ich ja nicht vergessen. Und ihr habt hier sogar Kaffee und Kuchen, habt ihr hier extra gebacken vorher? Ja, Mutti hat uns versorgt mit Kaffee und Kuchen. Mutti, wessen Mutti? Wo sind wir hier überhaupt? Ja, wir sind bei mir zu Hause im Garten. Bei Keulen. So, wenn wir Mopeds reparieren zum Beispiel, weil wieder irgendwas kaputt gegangen ist oder irgendwer noch neue Mopedteile sich bestellt hat, dann sind wir meistens hier. Weil ich einfach das nötige Werkzeug dafür habe. Also hatte irgendwer zuerst eine Simson? Nein, ich würde schon sagen Nils. Ja. Nils. Ja. Vor anderthalb Jahren oder so, da habe ich Nils kennengelernt. Und irgendwann bin ich dann dazugekommen. Ich bin auch erst seit 4 Monaten dabei. Krass, also ihr seid wirklich so über die Mopeds? Seitdem wir mit Nils befreundet sind, wissen wir alle mehr über Mopeds. Ja, mein Vati hat mir so ganz viele Sachen dazu beigebracht. Und mittlerweile sagt er mir dann immer, dass er sich sowieso mittlerweile schlechter damit auskennt als ich. Ihr fahrt auch schon mal so einfach rum, ne? Nur ja, eigentlich auch fast jeden Tag. Also zur Schule fahren wir dann nur mit denen, die auch zu der Schule müssen. Und sonst danach eigentlich jeden Tag. Jetzt sind ja die Spritpreise sind ja ganz schön hoch geworden, ne? Ja. Ist es nicht... Also wie finanziert ihr euch? Burger kommt dann, ja, so. Meine Mutti hat mir wieder Geld zugesteckt, ich kann jetzt tanken fahren. Also Burger ist der, der Geld von seiner Mutti kriegt? Ja. Bei mir ist auch so. Also Spritgeld kriege ich auch von meinen Eltern. Wie viel Spritgeld ist es denn jetzt? Wenn ich alle 2 Tage tanke und jeweils immer so 12 Euro bezahle und eine Woche, sagen wir mal, 6 Tage hat, dann haben wir das mal 3 und dann hätte ich um die 40 Euro. Pro Woche. Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Werkstatt, weil ihr habt ja einiges zu tun, wie ich vorhin gehört habe. Ja, genau. Ja, richtig. Das ist deine? Nee, das ist die von Keule. Achso. Das Tuning-Moped. Das hier ist das von Keule, von Nils. Von Nils. Das ist von Rudi, Wein. Das blaue hier ist von Matze, Malte, Burger. Warum sind das nicht einfach nur Mopeds für euch? Jedes sieht anders aus. Das hat so ein bisschen die Sensor an sich. Dass man halt viel selbst dran machen kann und dass man halt die sich so bauen kann, wie man das möchte. Es ist halt auch echt robust. Also die Roller halt nicht so lange wie unsere Mopeds. Ja, richtig. Und an unseren Mopeds auch schrauben wir eigentlich so gut wie jede Woche, fast auch jeden Tag eigentlich rum. Und entweder... Aber müsst ihr die ganze Zeit dran rumschrauben oder macht das Spaß? Spaß. Das ist immer was. Der Oberschrauber ist Keule. Kannst du dir das auch vorstellen, beruflich zu machen oder willst du das als Hobby? Ja, richtig. Ich hatte auch schon diverse Praktikas in dem Bereich, also als Mechatroniker und Zweiradmechatroniker. Und da habe ich mich richtig wohlgefühlt bei. Und deswegen habe ich eigentlich vor, jetzt nach der 10. Klasse dann eine Ausbildung als Mechatroniker zu machen. Cool. Wie reagieren die Leute auf euer Hobby? Die meisten finden es toll. Also wenn man zum Beispiel, man fährt durchs Dorf, dann steht da ein Opa, der macht so oder zeigt einem Daumen hoch. Ja, die meisten reagieren da positiv drauf. Die Rennleitung nicht immer, aber... Die Rennleitung? Ja. Was Team, ist das? Team Blau. Team Blau? Ja. Polizei. Ich verstehe das nicht. Ach so, Polizei. Ja, die mögen das meistens nicht so. Das ist auch wieder Polizei. Das ist auch wieder. Was ist das Besondere jetzt an diesem Moped? Ja, na, ich würde sagen, das Kniebech ist besonders, das haben nicht so viele. Das Kniebech? Ja, hier vorne das schwarze große Ding. Ach so, stimmt. Ja, hast recht. So, ich würde sagen, es ist schon sehr viel sauberer als vorher auf jeden Fall. Ja, okay. Und ich will noch mal reingucken. Woher weißt du jetzt, was du machst eigentlich? Naja, ich brauche einen Lenkanschlag. Der Lenker, der kann sich nach da bewegen, wo er will und knallt dann gegen den Tank und überall anders gegen. Und das ist ja nicht das, was wir wollen. Und deshalb gibt es zu kaufen so ein Set. Aus Streben mit Gummipuffern und das kann man dann halt an die Unterzugstreben da unten anschweißen, damit der Lenker halt nicht mehr hier gegenkommt, sondern hier halt dann von dem Puffer gebremst wird und das andere nicht kaputt macht. Ja. Woher weißt du denn überhaupt, dass es das gibt? Ja, na, durch die ganzen sozialen Medien, auf Instagram, YouTube und so. Da unterhält man sich auch mit vielen Leuten und da tauscht man sich über sowas halt auch aus. Was sind für dich so die schönsten Momente mit der Simson? Dass man sich trifft mit dem Moped im Dorf und alle zusammen dann halt Bahn fahren. Das sind so Momente, wo das Moped einfach so das Leben so ein bisschen ausmacht in dem Moment halt, wenn man da halt einfach diese Freiheit durch hat. Seid ihr dann alle vollgetankt, damit wir jetzt zum See fahren können? Ja, da haben wir alle vorgesorgt. Ja? Ja. So Jungs, okay, los geht's. Wir waren zwischendrin noch mal einkaufen, um hier zu grillen heute.
Du bist auch gerade mit deiner Simson gefahren? Ja. Hatten eure Eltern auch schon Simson? Ja. Ja. Ja, genau. Wir haben die, also eigentlich haben wir die alle selbst geerbt von unseren Vätern oder Müttern auch. Ich habe heute gelernt auf jeden Fall, dass also irgendwie jeder Mensch, den ich gesehen habe heute, hat eine Simson oder will eine haben. Egal ob jung, alt, Mädchen, Junge oder whatever. Und dass es ja voll auch so DDR-Kultur ist, ne? Glaubt ihr, dass das, also dass ihr deshalb noch mehr Lust darauf habt oder dass es das ein bisschen geprägt hat? Ich glaube, das feuert das nochmal an. Und es ist halt auch cool, weil unsere Eltern damit halt auch schon gefahren sind, Oma, Opa auch, ne? Und das ist halt ganz geil, wenn man dann auch noch mit denselben Sachen fahren kann quasi. Spielt Ost und West für euch eine Rolle? Na, wir hören das ja viel von unseren Eltern und Großeltern. Ja. Deshalb wissen wir da trotzdem irgendwie viel drüber. Ja. Was ist so eure schönste Geschichte? Oder gibt es auch so Legenden zu den Mopeds oder so? Das Schönste ist, dass man immer zu Mädchen fahren kann. Kommt schon gut an, wenn man mit so einer Simson ums Eck kommt, meint ihr? Ja. Ja. Kann man die auch schnell fahren und die mitnehmen. Mädels, ist es wirklich so, kommt ein Typ besser bei euch an, wenn er mit einer Simson kommt? Ja. Ja. Kam es schon mal vor, dass die Polizei euch angehalten hat? Ja, mehrmals. Mehrmals? Ja, naja, einmal, da war das so ein bisschen uns selbst geschuldet. Das war nach der Schule und es gab eine Demo von den Grünen bei uns in der Stadt, wo ich zur Schule gehe. Also eine Fridays for Future Demo. Und wir wollten halt dann mit unserem Moped über die Demo fahren. Und wir haben das auch gemacht und das war bis zu dem Zeitpunkt, wo die uns dann rausgezogen haben, die Polizisten, die das begleitet haben, auch lustig, aber danach war das dann nicht mehr so lustig, weil dadurch, dass wir dann da so ein bisschen Ärger fabriziert haben, haben sie natürlich dann an jedem Moped irgendwas gefunden, was sie auf den Mängelschein schreiben können und dann mussten wir alle beim TÜV vorstellig werden, dass wir unsere Mopeds zurückgebaut haben und da haben wir uns im Endeffekt dann drüber geärgert. Ist euch mal was passiert oder habt ihr Angst davor? Mit anderen Mopeds? Ja. Nicht, Lenny? Mhm. Seid ihr ineinander gefahren oder was? Ich bin ihm reingefahren, ja. Letztes Mal, als wir hier weggefahren sind, da ist mir ein Reh vors Moped gehüpft. Da habe ich gesehen, dass Nils irgendwie langsamer gefahren ist und rechts zur Seite. Und mit einmal stand das Reh dann auf der Straße vor mir. Aber ist alles gut gegangen. Also. Eigentlich habe ich gedacht, ich würde es ja auch hier mal gern selber versuchen, eine Simson zu fahren. Ist das nicht auch schwierig hier auf diesem Boden? Ja. Nein. Ja? Ein bisschen aber nur. So, Leute. Ich muss hier wieder unter extremen Bedingungen. Nach unten drehen. Jetzt machst du den zwei Klicks weiter. Mhm. Nee, das war einer. Genau. Jetzt nimmst du das Moped und kickst da rein. Aber es geht jetzt nicht los, ne? Nee. Nach hinten drücken? Ja. Jetzt an? Ja, jetzt musst du ein bisschen Gas geben. Und jetzt kannst du dich aufsetzen. Ich muss den Helm aufsetzen. Okay. Jetzt erziehst du den Hebel. Kupplung, ne? Ganz durch. Ja, genau. Jetzt drückst du den runter. Den blauen? Ja. Genau. Jetzt lass ihn mal ganz langsam kommen, bis du merkst, es rollt ein Stück nach vorne. Genau. Ach, das. Stoppen. Jetzt genau. Jetzt kannst du dabei noch Gas geben. Jetzt weißt du, wo das ist und du gibst dabei noch Gas. Ah, das ist die Kupplung und Kipp. Okay. Oh. Und ein bisschen Gas geben. Nee, das war ein bisschen zu viel Gas. Okay, ich muss es jetzt noch mal probieren. Ja. Genau, jetzt gibst du ein bisschen Gas. Jetzt komm, lass. Ja. Entschuldigung. Bisschen Gas. Ja, und jetzt lass mal kommen. Digga, das ist ja so nervig. Du musst noch ein Stück runter. Noch runter? Ja. Na endlich. Okay, tschüss. Ja, ich fahr dich weg. Bremse ist da rechts. Was? Genau. Und jetzt musst du die Kupplung. Ja, ist egal. So, es war cool. Ich will doch keine haben, weil das ist mir zu kompliziert mit dem Gang. Das lernt sich ganz schnell. Dein Schatz gebe ich dir wieder. Sehr schön. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich dir auch. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mir eure Welt gezeigt habt. Ich habe mich heute Morgen ja gefragt, warum so viele Jugendliche die Simson feiern. Und es ist ziemlich klar geworden, glaube ich. Natürlich gibt das Moped sehr viel Freiheit, vor allem wenn man noch keinen Führerschein für ein Auto hat. Und es ist sehr cool und es ist einfach kultig. Man hat auch gesehen, jeder hat irgendwie eine Simson. Da freue ich mich, dass Tobias und die Jungs mich heute mitgenommen haben und mir ihre Welt ein bisschen gezeigt haben. Auch wenn ich zwischendrin vielleicht mal Angst hatte, weil ganz ungefährlich ist es ja nicht. Schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr in jeder freien Sekunde macht.
außer unseren Kanal zu abonnieren natürlich. Das könnt ihr hier machen. Und hier gibt es ein weiteres Video von Follow Me. Robin war in Pollhagen und hat sich dort die Dorfjugend angeschaut. Und ich habe hier heute einiges Neues gelernt. Wenn ihr auch Neues lernen wollt, dann schaut mal bei unseren KollegInnen von Ultraviolett Stories vorbei. Da lernt ihr Sachen, von denen ihr vielleicht noch nichts wusstet.